Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Farming Simulator. Ein herzerfrischendes Moin Moin an euch durchknallten. Ich starte den Timer, wir sind hier wieder beim Farming Simulator. Und vielleicht hört ihr es raus, vielleicht auch nicht. Ich kränkel ein bisschen, ich habe mir da was Kleines eingefangen, was mich aber nicht davon abhält, für euch mal kurz hier für die nächsten 20 Minuten eine neue Folge rauszuknallen. Ist das richtig von der... Nee, ne, das war jetzt komplett falsch eigentlich erzählt. Aber ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ganz genau. Gut. So, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Wir sind jetzt hier nämlich auch schon für das Feld bereit. Ich habe soweit ja vorgespult, sag ich mal, also das Spiel laufen lassen, sodass wir hier quasi gleich loslegen können. Ich muss mal kurz gucken. Echtzeit, blablabla. Okay, alles klar, zurück. Super. So, dann, ich glaube, das sollte so passen. Ich schau mal eben ganz kurz. Helferlein, schalt dich ein. Helferlein, schalte ich ein. Obwohl, warte, ach nee, Moment. So, jetzt. Helferlein, schalte ich ein, bitte. Nee, geht immer noch nicht. Okay. Noch ein Stück. Achso, wahrscheinlich wollte ich erstmal ausklappen. Nee, Moment, nicht den, sondern den hier. Ja, jetzt macht er. Alles klar, gut. So, bitteschön, Helferlein, du kannst starten. Sehr schön, er nimmt doch alles mit. Wunderbar. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Feld da hinten haben wir ja schon soweit fertig gemacht, glaube ich. Ne? Ich muss mal ganz kurz gucken. Warte. Da. Jo. Hier, die, man sieht es sehr schlecht, glaube ich. Die grün markierten Felder sind meine. Grün bedeutet, man sieht es hier, die sind erntereif. Blau wäre im Wachstum. Dieses Aquamarinfarbene wäre erntereif, Kraut entfernt und Rot wäre verdorrt oder verfault. Die beiden, die ich letzte Folge, glaube ich, war das, ne? Letzte Folge habe ich die gekauft. Oder? Ich glaube ja, ne, vorletzte. Letzte, vorletzte, irgendwie so. Die sind jetzt ja mittlerweile grün, also auch erntereif und wir kümmern uns aber erstmal um das eine Feld, denn ich möchte mir gerne eine zweite Schneidemaschine zulegen. Genau. So ist richtig. So, warte mal, dann können wir den hier kurz abkoppeln, glaube ich, ne? Warte, wo abkoppeln? Ja, können wir. So, ins Führerhaus. Kurz zurückgucken, wie schaut's aus? Da müssen wir hin, jawohl. Oh, noch ein Stück. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der Helle? Gut, also. Jetzt, ab aufs Feld. Haha, wahnsinnig witzig. Ja, und sonst so. Läuft eigentlich, ne? Ganz gut soweit. Wie gesagt, ich kränkel gerade ein bisschen rum. Vielleicht hört ihr das ja schon raus. Ich muss auch ab und zu nochmal die Nase hochziehen. Aber ich bin schon so weit eigentlich wieder über den Darm. Es geht. Nur die Ansteckungsgefahr ist noch ein bisschen hoch, glaube ich. Deswegen Körperkontakt zu... Was heißt Körperkontakt? Also Personenkontakt, so gut wie es geht, zu vermeiden, wäre echt die beste Idee. Ja, also nicht zu dicht an andere Menschen ran. Denn ich möchte die nicht unbedingt noch mit anstecken. Da habe ich keine Lust drauf. So, hier sind wir schon mal bereit. Jetzt können wir uns hier kurz um... einigermaßen sauber aus. Pass auf, folgendes. Wir machen dich erstmal hübsch hier. Genau. So. Warte. Das Fahrerhaus, Führerhaus, wie man es auch nennen möchte. So, zurück. Der Schwerpunkt dieser heutigen Folge beläuft sich auf das Putzen, auf das Saubermachen. Ergo,
Nico, der kleine Putzteufel. Wenn es denn passt, wird passen. Wahrscheinlich nur irgendwie sowas mit, na, so als Titel, Putzteufel, kleiner Putzteufel. Ich glaube, das passt. Das würde passen. So, jetzt schmeißen wir hier nochmal unseren kleinen Hochdruckreiniger an. So, ist ja auch wieder schmutzig hier, du Roller, die Waldfee. Meine Güte. So, schön sauber machen, sauber machen, sauber machen. Wunderbar. Jetzt der Traktor. Na 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 na. Zack. Gut, und jetzt noch hier das vorne gibt der Gewicht. Und hier noch vor. Da, Alter. Schon wieder auf den Mund gefallen. Deutsche Sprache Arsch. Also hier vorne jetzt das Gewicht noch sauber machen. So ist richtig. Und dann wäre der Traktor schon fertig. Perfekt. Oh. Sieht doch sehr gut aus. Wunderbar. So, dann können wir wieder einsteigen. Aufgefüllt ist er. Das ist auch gut. Zit. So, den können wir jetzt hier erstmal so stehen lassen. Wie schaut's aus? 69%, okay. Ich würde vorschlagen, dass ich jetzt schon mal mit hochfahre. Die Strecke. Ups, ach, da bist du ja schon. So, kurz den, den Tempomat auf 10 einstellen. So. Okay. Bin noch ein bisschen zu weit weg. Moment. Jetzt. Oh. Warte. Moment, Moment, jetzt. Oh. Sehr schön. So, die ersten 20% hätten wir schon mal im Sack. Oh, warte. Na ja, gut, okay. So, bringen wir die mal kurz zurück. Schon mal ins... ab ins Silo rein. Und dann fahren wir wieder zurück. Jawohl. Jetzt. Jo, das war's auch schon. Schnelle 20%. Ah, by the way, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir den Traktor eigentlich auch gleich sauber machen. Obwohl hat das... ja, kaum hier so zum Zeitvertreib, das passt schon. Raus. Ups, falsch. Die, genau. Und los geht's.
Ich habe nämlich gesehen, hier der Kipper ist auch noch ein bisschen dreckig. Kann ich also gleich beides sauber machen. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Wunderbar. Wieder zurück. Einsteigen. Und los geht's. So, ich muss mal kurz gucken, wie viele Minuten haben wir noch auf dem Tacho überhaupt? Okay, 8 Minuten laut meiner Uhr. Das heißt, pass auf, wenn der jetzt hier oben angekommen ist, dann fahre ich mal das Stück runter. Weil, weißt du, da jetzt immer nur zuzugucken, das ist auch ein bisschen fad. Ne, ein bisschen langweilig. Und deswegen mal wieder so ein bisschen hier, selbst ist der Chef. Ja. So, einfach aus. Einschalten. So, was muss ich zuerst machen? Auf jeden Fall Geräte wechseln. So ist richtig. Okay. Schneidewerk senken. Und ah ja, Ernte einschalten. Juhu, und los geht's. Ja, und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ich behalte mal hier die Seite im Auge. Denn ich merke schon, dass ich wieder... Ja, da bin ich abgedriftet. Moment. Stopp. Wir wollen ja, wenn dann, schon alles mitnehmen. So. Fällt ein sozusagen. Nein, wir machen das hier schön gerade. Ich habe das früher mal so gemacht, dass ich nicht... Also ich habe immer so einen Kreis gedreht. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe an der einen Seite angefangen, bin runtergefahren, aber dann nicht wieder hoch, sondern so links, längs oder rechts, längs, je nachdem. Ich habe mich quasi zur Mitte des Feldes durchgearbeitet. Ist auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Aber vielleicht mache ich das mal in der nächsten Folge oder so. Mal gucken. Oder jetzt beim nächsten Ernten mache ich das vielleicht mal. Das weiß ich noch nicht. So. Das war die erste Runde. Jetzt muss ich hier aufpassen. Vorsichtig. Oh, weia. So, und los geht's. Das Hilfefenster können wir mal wieder ausschalten. So, guck mal, das ist auch eine hübsche Perspektive, hä? Jo, da
das macht Spaß. So, wir sind jetzt schon bei knapp 80%. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er das packt. Ob er die eine Strecke jetzt nochmal runter, ob er das schafft oder ob er es nicht schafft, das weiß ich nicht. Ansonsten. Wird eng. Guck mal, der hat jetzt schon 6% gebraucht. Für die Hälfte, also ungefähr. 6%, das heißt, wir sind dann bei 92. Nee, das packt er nicht. Da muss ich. Nee, das wird nichts. Wenn er jetzt schon hoch auf 90 ist, dann wird das nichts. Nee, das wird nichts. Aber pass auf, ich habe eine geile Idee. Pass auf. So. Wir fahren mal kurz das hübsche Gefährt aus. Steigen hier um. Düsen hoch. Ja, jetzt machen wir das nämlich alles selber mal heute. Oh, gerade einen kleinen Hustenanfall. So. Jetzt können wir auch so schräg ansetzen. Wupp. Ist er jetzt schon drunter oder ist er noch drüber? Der ist doch schon dran, oder? Ja, gut. Mal kurz umsteigen. So. Ja, perfekt. So, wenn er hier durch ist, dann fahren wir den Traktor mal kurz hier weg. Springen wieder in das Schneide, in das rote Schneidemassaker. Springen wir wieder rein. So. Und machen dann weiter. Ne? So. Perfekt. Naja gut, nicht ganz perfekt, aber da wir eh keinen Verkehr haben, ist das perfekt. Passt. So. Den wieder einfahren. An und los geht's. Ist das anstrengend? Holla die Waldfee. Naja. Doch, er hat eine Hupe. Ziemlich komische Hupe, muss ich sagen, für so ein großes Fahrzeug. Ne? Das klingt eher so nach. Pass auf. Pass auf, wie das. Pass auf. Es klingt entweder wie der Rückwärtsgang eines LKWs, nur ein paar Oktaven tiefer. Oder wie so eine kleine Alarmanlage. Ne? So. Oder so Bewegungsmelder, weißt du? Aber das ist keine Hupe für so ein Gefährt. Das geht nicht. Nee. Höchstens als so ein Warnsignal. Ich glaube, das. Ich weiß nicht. Ich glaube, in den Steuerungen steht das unter Hupe. Also als Hupe gekennzeichnet, aber das geht doch wohl eher Richtung Warnsignal. So. Oh, und ich sehe gerade, Folge ist zu Ende, Leute. Scheiß die Wand an. Gut, wir bleiben hier mal so stehen. Ja, hier so startbereit quasi, ne, in den Startlöchern. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Schaltet auch wieder in der nächsten Folge ein, da geht's mir dann auch sicherlich wieder besser. Und ja, macht's gut, Freunde. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.